Hallo meine lieben Freunde, ich wünsche euch zuallererst mal frohe Ostern. Ich hoffe, dass ihr trotz den Problemen, die wir hier weltweit haben, ein bisschen die Möglichkeit habt, nach draußen zu gehen, im Garten zu sitzen oder ein bisschen spazieren zu gehen. Das Wetter, das ist ja auch in Europa nicht so schlecht. Bei mir sieht es so aus, ganz grob, ich muss bis Ende des Monats hier in dieser Ausgangssperre verharren, also die Regierung hat das verlängert bis Ende des Monats und ja, was soll man machen? Und anstatt dass ich jetzt Ostereier suchen gehe, habe ich mich entschlossen, heute so ein bisschen meine Schränke aufzuräumen, meine Schubladen mal zu durchforsten und siehe da, ich habe also da so ein paar Fundstücke gemacht, so Fundstücke ist gut gesagt, ich habe so ein paar DVDs gefunden, uralt, zum Teil aus dem Jahre 2000, 2002, 2006, 2007. Das sind also so ein paar Sachen, wo zum Teil Videos drauf sind, zum Teil aber auch nur Bilder. Und das war mal interessant, wenn sie überhaupt gelaufen sind, da mal reinzuschauen. Und ihr wisst ja, ich habe ja mit der Höhlentaucherei da irgendwo Anfang 2000 begonnen. Und der erste, der bei mir war, war damals Lamar Hayes aus Florida. Und der hat mich ja dann auch eingeladen nach Florida für meinen allerersten Kurs. Und da habe ich heute so ein kleines Schmankerl im Grunde genommen, so Höhlentauchen in Florida aus dem Jahre 2003. Und wenn ihr euch dann mal so die Ausrüstung anschaut, das ist also schon Wahnsinn. Da seht ihr diese, wurde natürlich von Dive Ride, von der Firma von Lamar gesponsert. Da seht ihr natürlich diese uralten Lampen, also riesige Lampentanks, zwei, drei Stück, diese Birnen, die man vorglühen musste. Es wurde schon Sidemount getaucht, also ich sage ja immer, Sidemount ist nichts Neues, das gab es also auch schon damals. Und ja, man hat sogar hier Vollgesichtsmaske für die Kommunikation benutzt, also es war schon einiges da, aber es ist ganz lustig, sich das anzuschauen. Das sind Aufnahmen aus den Florida-Gebieten, aus den Flüssen dort und ist mal sehr interessant. Also mal so ein bisschen mehr auf die Ausrüstung achten. Und schon ganz lustig, wenn man das sieht. Ne? Und das seht ihr auch natürlich, ist ein anderes Gefilde wie bei uns in den Höhlen hier in der Dominikanischen Republik. Da gibt es Strömungen, da wirst du reingezogen, da wirst du rausgedrückt. Also das ist ein bisschen anders, sind Flüsse unter Wasser. Und ja, da habe ich also damals lernen dürfen. Meine Lehrer waren ja damals Chill Heinert, das war dann Lamar Hayes und das war Steve Lewis. Das waren meine Lehrer, was technisches Tauchen und Höhlentauchen anging. Dann nachher kamen dann natürlich noch andere Leute dazu, aber das waren so mit die größten Namen eigentlich, die im Markt immer noch vertreten sind. So. Jetzt genieße einfach mal das kleine Video, das dauert glaube ich 3,5 Minuten, über das Tauchen in Florida im Jahre 2003. Viel Spaß!
ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, so diese alte Ausrüstung noch zu sehen, diese riesen Lampenakkus, die hochempfindlichen Lampen, da kostet eine Birne $100, wenn du die angeduckt hast, was sehr schnell ging, dann waren sie kaputt. Und das war aber damals gang und gäbe, dass natürlich in diesen Flüssen gewisse Zugänge dann einfach verschüttet waren mit Sand. Das war aber, es sieht eigentlich schlimmer aus, wie es ist, wenn du dich dann durchwühlst. Und ansonsten hast du dann natürlich alle paar Meter irgend so ein kleines Sinkhole oder so eine Quelle, die raussprudelt. Das ist in Florida nun mal so. Deswegen ist das natürlich neben Mexiko einer der größten Höhlentauchgebiete der Welt. So, das war's für heute. Und ja, ich bin mal am Schauen. Vielleicht finde ich noch ein paar schöne Funde für euch hier in meiner kleinen Fundgrube. Und ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest. Bis die Tage. Tschüss, euer Uwe.